Guten Tag zum Zweiten. Eben wie gesagt, ich bin Embedded-Entwickler, Hardware-Entwickler und in der Nacht spiele ich gerne mit Mikrocontrollern rum. Habe auch schon eine ganze Sammlung zu Hause. Über Python, wie gesagt, Python ist eine High-Level-Programmiersprache, die im Bildungsumfeld entstanden ist, entwickelt wurde, mit einem Fokus auf eine einfache Syntax. Und heute ist es eine der meistverwendeten Sprachen im Moment. Ganz interessant vielleicht, JuPython Notebook hat schon jemand angesprochen vorhin. Das ist eben auch Teil dieses Python Scientific Stack, der oft in akademischem Umfeld auch verwendet wird. MicroPython ist eine Python 3 Reimplementation speziell für Mikrocontroller. Für die, die noch nicht wissen, was ein Mikrocontroller ist, 2 Minuten. Es läuft eigentlich auf allen ARM-Architekturen, auf den wichtigsten ARM, STM32 und ATSAM. Und es läuft auf diesen ESP-Modulen, Node, Lua, Dinge, die etwa 3 Franken kosten. Ein Merkmal ist, man kann es interaktiv betreiben auf dem Controller über diese sogenannte REPL. Steht für Read, Eval, Print Loop. Gibt es übrigens auch für JavaScript. Und es hat halt einfach zu bedienende Interfaces für die ganze Peripherie des Controllers. Jetzt Mikrocontroller. Mikrocontroller sind in der Regel, sagt man, Mikrocontroller bei kleinen Computern, bei denen die Peripherie integriert ist. Im Gegensatz zu einem Prozessor im PC, wo die ganze Peripherie extern ist, ist bei einem Mikrocontroller die ganze Peripherie im gleichen Chip drin. Und traditionellerweise sind Mikrocontroller so in Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, in heutigen Autos um die 120 bis 200. Der Microbit, wie gesagt, ist ein Nachfolger des Micro, BBC Micro, und ist eine ARM-Lernplattform für Schulen. Er ist ziemlich günstig. Der Nicht-EDU-Preis ist etwa 16 Euro, wenn man einfach einen Einzel so für sich kauft. Und er ist grundsätzlich programmierbar in JavaScript, in Blockly. Da gibt es, habe ich gehört, am Nachmittag noch einen Workshop. In Python, also MicroPython, oder auch richtig in C und C++. Das ist übrigens hier der Microbit auf einem BBC Micro. Zum Microbit an sich, das Teil sieht etwa so aus, zeichnet sich aus durch ein Display. Ist ein Laser da? Ja. Display, 5x5 LEDs, 2 Knöpfe, Accelerometer, Kompass, der Prozessor. Er verfügt über Bluetooth Low Energy und hat da unten sind die Pins und Batterieanschluss und so. Zum einen gibt es die Möglichkeit, MicroPython über einen Editor direkt im Netz zu bedienen. Zum anderen gibt es einen Editor, Mu genannt, Download-Code with Mu. Beide haben den Fokus, dass sie ziemlich einfach sind und einfach zu bedienen sind. Wenige Knöpfe. Man muss bei beiden Versionen nichts installieren. Das Mu-Editor ist einfach ein Exe-File, das man irgendwo runterlädt und dann von dort startet. Ja, was zeichnet MicroPython auf dem Microbit aus?
Zum einen sind schon recht viele Zeichen, Symbole, Bilder implementiert für das Display. Man kann einfach mit einfachen Befehlen ein Herz anzeigen, zum Beispiel. Zum zweiten gibt es ein einfaches Interface für Sound und Sprachsynthese. Ganz witzig. Was der Microbit nicht hat, ist ein Bluetooth-Stack. Also die ganze, er braucht den Bluetooth, jetzt wird es ein bisschen technisch, Entschuldigung, er braucht den Bluetooth Physical Layer. Man kann es im Python, kann man einfach funken über den Bluetooth PHY, aber ohne wirklich Bluetooth zu implementieren, macht es viel einfacher, von A nach B was zu schicken. Und wenn man ein Protokoll hat, vielleicht in der Tertiärstufe oder so, hat man einfach ein Funkteil, wo man mal ein Protokoll selber implementieren kann. Ja, noch einige Links zu MicroPython an sich. MicroBit. Die Dokumentation von MicroPython auf dem MicroBit und so ein paar Beispiele, die ich mal irgendwann zusammengehackt habe, irgendwie auf einer langweiligen Zugfahrt oder so. Ja, das wäre es von meiner Seite. Markus? Ja, Fragen am Schluss. Wie lange jetzt gerade? Weiß gar nicht. So. Ein Applaus für den Timo. Nahtloser Übergang. Ich bin ziemlich viel mit vielen beschäftigt, vielen spannenden Dingen über Roboter bauen, im FabLab mich engagieren, Coworking, Co-Living und so weiter. Dann vielleicht die Frage bei vielen JavaScript, wieso? Ja, das ist doch diese Sprache, wo man im Browser brauchen kann, um animierte Menüs zu machen. Das war vielleicht von 10 oder 15 Jahren so. Jetzt kann man viel mehr machen. So, der große Schritt war in 2009, als da dieser Herr gesagt hat, ich lasse jetzt JavaScript auf dem Server laufen. Da hat auch jeder gesagt, was soll jetzt das? Das ist inzwischen mit Node.js wirklich sehr weit verbreitet und extrem leistungsfähig. Warum überhaupt JavaScript im Zusammenhang mit Hardware? Das ist auch bei der Robotik so die Frage und auch bei dem Microbit. Vieles in der Hardware-Welt ist asynchron. Also ich steuere einen Motor an oder einen Servo an, dann warte ich mal, bis eine Aktion kommt oder ich warte einfach mal, bis sie irgendjemand einen Knopf drückt. Das läuft alles asynchron und nicht irgendwie in den älteren Programmiersprachen, wo man immer wartet und fragt und fragt und fragt. JavaScript kommt ja aus der Browserwelt, dort läuft auch alles asynchron, ob jetzt der Benutzer mit der Maus rumfährt oder noch irgendwo rumklickt oder der Browser größer oder kleiner wird. Darum ist diese JavaScript als Sprache schon von Anfang an auf asynchron und auch Events sehr gut geeignet. Das heißt, im ganzen Zusammenhang zwischen Hardware passt JavaScript sehr gut. Plus, es ist sehr weit verbreitet. Ich glaube, neben Python die weit verbreiteste Sprache inzwischen Zeit. Der Einstieg ist sehr kurz. Es hat eine sehr große Community, weil es im Webumfeld verwendet wird und auch die Webwelt ist riesig inzwischen Zeit und auch passend zum heutigen Tag. Es ist Open Source oder das meiste in diesem Umfeld ist Open Source. Dann, was das Microbit ist, hast du vorher gut erklärt. Wenn man einfach die Bordmittel nimmt, um Code zu schreiben, mit der Microbit gibt es da das Make-Code, das läuft in einem Webbrowser, ist auch wieder in JavaScript geschrieben. Das sieht dann etwa so aus. Das ist die Blockly-Ansicht, wo man einzelne Codestücke zusammensetzen kann. Dann gleich hat man einen Simulator
und kann es nachher auf das Microbit übertragen. Und da ist im Hintergrund JavaScript, man sieht es einfach nicht, es geht über Blöcke, die man zusammenstellt. Wenn man etwas mehr weiß, kann man umschalten auf die JavaScript-Ansicht. Das sieht dann sehr ähnlich aus, aber man sieht jetzt auf der Seite hier, wir sind hier schon im Code gelandet. Und sobald man dann Code schreibt, zeigt es der Simulator wieder an. Also hier kann man zum Beispiel mit Blöcken starten und dann wenn die Schüler etwas älter sind, kann man dann schon umstellen auf JavaScript und so richtig Code schreiben. Gleichzeitig wird dann aber auch immer ein Fehler angezeigt, wenn etwas irgendwas nicht stimmt. Wenn man dann noch was älter ist und wirklich Hacker wird, sagt man ja, oder schon JavaScript kennt und sagt, das ist eine alte Sache, dann will man vielleicht nicht sowas einsetzen. Dann installiert man zum Beispiel Node.js und lässt dort das JavaScript laufen. Und die Frage ist dann, ja, wie komme ich dann von Node.js überhaupt auf das Microbit? Das geht dann vom Node.js über Bluetooth auf das Microbit. Also es kann dann nebenan liegen und alles, was man auf dem Laptop programmiert und laufen lässt unter Node.js, geht dann auf das Microbit. Da ist das Microbit nicht die einzige Plattform, da gibt es eigentlich alles, was schon unterstützt ist an Hardware, also auch Arduinos kann man über JavaScript programmieren, ESP, die Chips, die du auch erwähnt hast, die größeren ARM, auch der Raspberry Pi, und dort ist der Vorteil, man hat eine Sprache, aber sehr viel unterschiedliche Hardware-Infrastruktur. Auch für Robotik zum Beispiel, das ich auch noch mache, dort brauche ich auch JavaScript. Robotik und JavaScript, da gibt es ein spannendes Framework. Wer noch älter ist, wie ich, kenne vielleicht noch den Film Nummer 5 lebt. Darum heißt das Ganze Johnny 5. Das kann man auch installieren unter Node.js und kann dann Roboter und Robotik und Hardware ansteuern, sehr abstrahiert auf einer hohen Ebene. Servos, Motoren, Sensoren und so weiter. Dann braucht es die Unterstützung für das BBC Microbit und dann kann man beginnen zu programmieren. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie das dann aussieht. Unterstützt sind dann auch all die Sensoren, die schon integriert sind auf dem Microbit, also der Beschleunigungsmesser oder der Kompass oder die LEDs, die LED-Matrix oder auch die zwei Buttons, die sind dann alle schon unterstützt. Und dann kann man dann ziemlich schnell anfangen zu programmieren. Das war's schon.